Boah, schmeckt das scheiße, Alter. So Keramiksteine. Was ist das? Es ist eine ganz komische Konsistenz. Wie ist das möglich? Hm, nicht meins. Gar nicht meins. Aber. Doch, oh nee, nee, doch nicht. Der erste Eindruck täuscht. Ich schon irgendwie gefühlt Bauchschmerzen davon. Ich esse noch ein Stück. Also ganz kurz, 100%iger Borschgeruch. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video und heute werden wir, also Rob und ich, etwas testen, was wir bis jetzt noch nie getestet haben, in unserem ganzen Leben nicht. Und zwar keine Produkte aus Spanien oder aus Österreich oder aus Italien oder was wir schon alles hatten, sondern aus dem Weltall, Leute. Das sind Sachen, die Astronauten angeblich essen, wenn sie irgendwo da oben schweben. Und ich dachte mir so, wieso testet man nicht mal sowas? Mal zur Abwechslung was anderes. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was auf uns zukommt. Also was ist überhaupt Astronautenessen? Ich glaube, das sind einfach so Sachen, die wichtigsten Nährstoffe in sich drin haben. Wahrscheinlich. Das, was man so alles braucht, aber ohne, dass es schnell verdirbt. Also das sind Sachen, die wahrscheinlich lange haltbar sind und alles in sich drin haben. Ja, so gesehen. Ja, es muss ja wirklich lange haltbar sein, ne? Weil so eine Mission dauert halt. Ja, ich habe auch schon geguckt, meistens halbes Jahr bis Jahr, weil du sonst noch ein schwach wirst oder wie auch immer. Das heißt. Du musst ja auch, glaube ich, wenn du lange oben warst, Rehabilitationswochen absolvieren, dass du wieder lernst zu laufen oder so. Muskeln aufbauen und sowas. Ich habe auf das Haltbarkeitsdatum geguckt und die meisten Sachen sind nur bis 2021 haltbar, also so lange ist es nicht. Nee. Gut, aber wenn sie auch wirklich nur ein Jahr unterwegs sind, dann passt das ja auch. Ist halt die Frage, was soll Astronauten essen sein? Ich habe keine Ahnung, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach das Video und probieren es aus. Let's go. Let's go. Diese Getränke gibt es auch bei der Apotheke, soweit ich weiß. Echt? Ich habe sie aber, glaube ich, von Amazon, ich bin mir nicht sicher. Ein Getränk? Doch. Ja, so ein kleines Waldfruchtgetränkchen. Erdbeermilch oder was? Voll fancy. Wow. Ich glaube, das wird so eine Actimel-mäßige. Ich glaube auch, aber ich glaube, ich stelle mir das sehr dickflüssig vor. Ich glaube, das ist richtig so breimäßig. Nee. Boah, schmeckt das scheiße, Alter. Ja, das ist auch nicht meins, muss ich sagen. Das schmeckt so einerseits nach Medizin, Medikamentenscheiße und zum anderen so nach so einem Traubenzucker-Ding. Weißt du, so diese Traubenzucker-Tabelle? Das schmeckt echt wie so eine möchtegern gesunde Erdbeermilch. Ja, meins ist geiler. Echt? Also ich finde, vielleicht wegen Waldfrucht, keine Erdbeere ist allgemein nicht so meins. Ich fand Erdbeer viel besser. Echt? Ja. Nee, das ballert mir, Alter. Mit der Zeit finde ich das sogar ist echt nicht schlecht. Ja. Und man kann sich dran gewöhnen, also wenn ich weiß, ich bin im verdammten Weltall, dann beschwere ich mich nicht über so eine also beschweren kann ich mich dann normalerweise sehr weniger. So was im Bett, Alter, dann gehst du gut auf jeden Fall. Voll, auf ganz entspannt. Du chillst so am Fenster, guckst du die Erde an. So eine ganz angenehme Aussicht. Nice. So ein Ding ersetzt tatsächlich so eine ganze Mahlzeit. Also ja, wenn du das 300 Kilokalorien. Kann man machen. Davon lebe ich 3 Tage, Alter. Die sind aber nicht günstig. Ich glaube, so eine Flasche kostet um die 4 bis 6 Euro. Boah. Aber wenn du es schaffst, ins Weltall zu kommen, dann geht es dir nicht schlecht auf jeden Fall. Ein Privatflug ins Weltall kostet mehrere 100.000 Euro, habe ich gelesen. Ah, ganz schön weihnachtlich hier. Also falls du mal dein Weihnachten nicht zu Hause verbringen kannst, sondern in so einer ISS-Station. Also das sind Erdbeeren, aber getrocknet. Digga, was? Digga, was? Ja. Das ist echt geil. Guck mal, ich finde auch, die sehen echt nicht schlecht aus. Meinst du nicht, dass man das so ins Wasser reinlegen muss, dass du wieder Saft bekommst? Oder? Meinst du nicht? Die sind eingefroren und getrocknet. Tschüss. Das heißt, es ist gerade eingefroren? Nein, das war eingefroren und dann wurde es eingefroren getrocknet. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Okay. Ist das möglich, Galileo? Oh, das fühlt sich falsch an. Was ist das? Also, guck mal, wie das aussieht. Boah. Also, ja, du hast schon Erdbeergeschmack im Mund. Ich finde das so sauer, das ist unglaublich. Ich mag halt einfach keine sauren Sachen. Hey, das hat wohl was, finde ich. Ich feier das. Apfel mit Zimt. Oh ja, komm, oh ja. Oh ja. Das hier schmeckt richtig geil. Wenn dir mal eine Erdbeere, das ist das Sauerste, was ich je gegessen habe. Natürlich ist was anderes. An sich ist das eine coole Idee, aber Sachen zu erfrieren und die dann zu trocknen, das ballert, Alter. Also ganz ehrlich, daran müsste ich mich gewöhnen. Die Dinger sind nicht schlecht. Alter, was ist das? Die Erdbeere ist echt ein bisschen verrückt, ne? Das fühlt sich so trocken an im Mund. Ganz komisches neues Gefühl. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber andererseits ist es auch cool irgendwie. Irgendwie schon. Warte, was ist denn noch da? Ich hatte noch Bananen oder sowas. Red Seedless Grapes, also Trauben. Trockenfrüchte sollen das Beste sein, wenn du unterwegs bist, wandern oder irgendwo in der Wüste, kurz vorm Sterben, mit so einer Trockenfrucht. Sprachen lernen. Bubble. Mit so einer Trockenfrucht kommst du weiter als mit einem Stück Fleisch. Wow. Ich schwöre. Die sind richtig süß. Also das sind Trauben, getrocknete. Nein, eingefrorene getrocknete Trauben. Die sind richtig lecker. Wenn man ein paar davon in der Hand hat. Guck mal, wie sich das anhört.
So Keramiksteine. Was ist das? Der schmeckt schon alles sehr, sehr, sehr nach dem, was es mal war. Nur, dass es halt getrocknet ist. Es ist eine ganz komische Konsistenz. Das kennt man so nicht. Es schmeckt so ein bisschen wie diese Teesorten zum Auffüllen. Diese pulverisierten Sachen. Das wiegt nach nichts. Das wiegt halt echt nicht viel. Gut, aber ja, die ganze Flüssigkeit ist halt raus. Und Obst und Gemüse besteht gefühlt immer aus 80%. Aber welche Flüssigkeit? Was soll denn eine Banane drin sein? Da ist ja jede Menge Saft drin. Was haben die da rausgezogen? Das ist das, was mich immer irgendwie voll verwundert hat. Ich dachte mir früher, in der Banane gibt es keinen Saft, aber es gibt einen Bananensaft. Natürlich gibt es das. Also gibt's doch. Das, das Ding ist ja komplett. Aber wenn ich eine Banane ausquetsche, da kommt nichts. Also kommt da raus. Ja, doch, da ist schon Saft. Du musst aber so 5000 Bananen ausquetschen für so eine kleine Dose. Wahrscheinlich, ja. Also, Bananen nicht schlecht, aber probier hier mal die Trauben. Ja, die hab ich noch gar nicht probiert. Die sind wirklich geil. Die schmecken Hammer, oder? Oha, hallo. Die sind wirklich süß, süß. Das soll cool sein? Eingefrorene, getrocknete Tomaten. Wer kennen sie nicht? Wir kommen ja gleich zum russischen Astronautenessen. Das sollte eigentlich in diesem Repertoire dabei sein. Das sind nochmal Pfirsiche. Okay. Und das hier ist ein Freeze-Dried Neapolitan Ice Cream Sandwich. Ein eingefrorenes, getrocknetes Ice Cream Sandwich. Tschüss, Alter, nein. Hä? Wie ist das möglich? Ja doch. Ein Eis, was zerbröckelt? Es macht ja vollkommen Sinn, wenn du halt wirklich etwas einfrierst und dann die Flüssigkeit entziehst. Dann bleibt ja prinzipiell alles immer noch gleich, weil es halt fest ist, nur die Flüssigkeit ist raus. Damit ist das Produkt halt deutlich länger konservierungsfreundlicher. Aber was ich halt dachte, dass man nur einfrieren kann durch die Flüssigkeit. Und wenn die Flüssigkeit nicht mehr drin ist, das ist auch gar nicht mehr so. Deswegen wird es wahrscheinlich zuerst eingefroren und dann die Flüssigkeit entnommen. Ja, das ist eine geniale Technik, also wie seid ihr drauf gekommen? Schreib mir mal eine Nachricht, DM bitte. Das sind angeblich Pfirsiche, die aussehen wie Kreide. Hm, nicht meins. Gar nicht meins. Aber... Doch, oh nee, doch nicht. Der erste Eindruck täuscht auf jeden Fall. Oh, als hätte ich einen vergammelten gegessen. Das schmeckt so ein bisschen wie diese, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Mangostreifen und allgemein trockene Früchte, die so ein bisschen so Pflaumen und sowas, Pfirsiche, die getrocknet sind. Und die werden, glaube ich, in Schwefelsäure oder irgendwas mit Schwefel getrocknet. Hat immer so einen komischen Chemie-Nebengeschmack und die Dinger auch. Marco, riech mal kurz dran. Ah, das ist genau wie Fischfutter, oder? Ja, man stimmt, nach Fisch riecht ja. Jetzt stelle ich mir einfach gerade noch vor, Astronaut, Apollo 13 Mission, keine Ahnung, Feierabend, geht so zum Kühlschrank, setzt sich dann so wieder an dieses Fenster, guckt so den Planeten an und denkt, jetzt ein gefrorenes, getrocknetes Eiscreme-Sandwich. Nichts geht über ein getrocknetes Eis-Sandwich. Also ich mag das. Der arme Astronaut. Was? Findest du es lecker? Ich find's nicht schlecht. Ich finde das so abartig. Aber ich muss auch ehrlich sagen, diese Eissorte, dieses Sandwich mit diesen drei Farben, ich mag das irgendwie voll. Das Normale davon. Boah, ist das trocken, ey. Das ist das trockenste Eis, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Dafür, dass du als Astronaut trotzdem diesen Eisgenuss bekommen kannst, ist das nicht schlecht. Zählt das noch als Eis, wenn es getrocknet ist? Zählt das überhaupt noch als Lebensmittel? Ist das ein wichtiges Lebensmittel? Ich hab schon irgendwie gefühlt Bauchschmerzen davon. Ich esse noch ein Stück. Nee, Mann. Also ich muss sagen, alle getrockneten Sachen waren besser als das Eiscreme-Sandwich. Ich muss sagen, aus meiner Perspektive war das das Leckerste von allen. Was hast du da aus Russland bestellt? Nochmal ganz kurz, in Russland gibt es einen Shop, auch online, kann man zig Sachen bestellen. Mhm. Teilweise auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, russische Küche, falls ich euch auskennt. Borscht und Plov mit Fleisch. Gab's alles. Ich habe jetzt... Als Astronautenessen? Ja, also okay. Auch Frühstück mit verschiedenen Sachen. Boah, das ist Borscht? Ah, ich habe sogar Borscht. Ich habe schon vergessen, was ich gekauft habe. Alter! Wir haben Borscht. Wir haben hier Tvorak, das ist Quark, mit Ablepichowe Püree, orangenen Beeren und Chernasmarodinovem Püree mit so Blaubeeren, glaube ich. Du willst mir erzählen, dass dieses Borscht-Gericht, dieser russische Eintopf, ne, den kennt man. Das ist hier drin? Diese eine Borscht. Laut Geschichten setzt man sich im Kreis in Russland in einem Zimmer auf dem Boden und isst aus einem Topf zusammen. Jeder hat einen Löffel in der Hand. Nein, essen aus einem gemeinsamen Topf. Das ist das, was mir Leute in Bayern erzählt haben, wie sie Russland wahrnehmen. Ganz kurz. Ich sage an dieser Stelle, das stimmt nicht. Ist das so eine Borscht-Zahnpasta? Ich weiß nicht, was du uns da erwartet. Keine Ahnung. Zähne putzen aber nur mit Borscht-Geschmack. Als ob, wie verrückt ist das denn? Das ist einfach so eine Tube. Also ganz kurz, 100%iger Borscht-Geruch, oder? Oh mein Gott! Also ich rieche auch Fleischanteile auf jeden Fall. Boah, sieht nicht so aus, Leute. Glaubt mir. Leute, ob ihr aus Russland kommt oder nicht, ich schwöre euch, Borscht sieht nicht gelb aus. Boah, das stinkt richtig. Boah, aber ich weiß echt nicht, ob ich danach kotzen könnte. Ich weiß, vom Geruch finde ich es okay, nur die Konsistenz macht's kaputt. Geruch ist okay, Leute. Hä? Verrückt.
Geht voll klar. Schmeckt schon echt ähnlich, ne? Schmeckt voll gut eigentlich. Also kann mich nicht anfreunden damit, dass es da rauskommt. Aber so, ja, es ist auf jeden Fall kalter Borsch. Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt so abends so eine Tube davon reinziehen kann. Aber eine halbe ist drin, oder? Also eine halbe Tube? Also wenn ich wirklich Hunger habe, dann würde ich es machen. Aber geht alles. Der Gedanke ist so pervers. Und das eine war eine Süßspeise. Ich glaube, sogar zwei davon sind süß. Ich wusste nicht. Ah, nee, ich habe so ein Cheesecake oder so. Dann ist es quasi Quark. Ja, ja, es ist Quark. Wer ist auf die Idee gekommen, so etwas in diese Zahnpasta-Tuben reinzupacken? Es könnte man auch schöner gestalten, so Apple-mäßig, keine Ahnung. Ansprechender. Okay, das riecht nach nichts. Ich will direkt mit dir. Das sieht genauso aus. Ja, übertreib, den kannst du hier warte haben. Warte mal. Ich brauch das nicht. Sieht echt nicht richtig aus, was da abgeht, Digga. Das ist so, die Teile lösen sich voneinander. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. So voller Klumpen. Oh, ich könnte so loskotzen jede Sekunde, wenn mir das nicht schmeckt. Oder? Ich kenne das halt gar nicht. Oh ja. Schon wieder der gleiche Effekt, ne? Mhm. Man hat gar keinen Bock drauf, aber das schmeckt gut. Schmeckt echt nicht schlecht. Weil es aber komplett überzuckert ist. Das ist so süß, Alter. Das ist das Süßeste, was ich seit Wochen gegessen habe. Ey, warum ist es gelb? Ach so, weil es ist ja mit Ablipiche. Falls ihr nicht wusstet, Ablipiche. An der Straße wachsen so richtig große Büsche, so groß wie ich, mit tausenden von orangenen kleinen Beeren. Ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Ja, so ganz, es ist komplett voll, deswegen heißt es Ablipiche, weil es so voll damit ist. Das ist so schwer zu beschreiben gerade. Und das ist auch Quark mit Blaubeeren angeblich. Ja, Mann, das ist, ja, ganz ehrlich. Ein leckerer Joghurt. Aber so ein trockener Joghurt. Also es fehlt dieses Fettige da drin, ne? Aber kann man voll machen, auf jeden Fall. Für den Preis, ich meine, für diese Tube habe ich wahrscheinlich jeweils mit Versand 10 Euro gezahlt oder so. Kann man schon mal machen. Ja! Das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Ein Topf in einer Zahnpasta-Tube, Freunde. Das ist 2019. Das ist der Zukunftsscheiß, Alter. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr jemals etwas... Astronaut werden wolltet. Ey, jeder... Ab heute kind. Ich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, aber jedes Kind, oder? Ungelogen, jedes Kind gefühlt auf der ganzen Welt will Astronaut werden. Bis es mal gecheckt hat, was man für zu fressen bekommt da oben. Was man so durchmachen muss mit drei Leuten auf engem Raum. Jeder schwitzt wahrscheinlich, man hat nichts zu tun. Wahrscheinlich hat man nichts zu tun als Astronaut. Man steht einfach da oben. Aber schreibt in die Kommentare rein, ob ihr jemals etwas von Astronautenessen probiert habt in deinem Leben. Also wenn du da was sagst, Bescheid, wie du da hingekommen bist. Ansonsten checkt auch das Video bei Rob ab. Da haben wir Soßen kombiniert. Nach euren Vorschlägen ist hier eingeblendet. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren. Ist kostenlos. Einfach nur auf den roten Button klicken. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, bleibt schön, gesund und gut drauf. Tschüss. Ciao.